Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen Sonntagabend. Ich hatte kürzlich vor 2 Tagen oder 3 Tagen war es, glaube ich, hier so die Frage in die Gruppe gestellt: Was würdest du machen, wenn du jeden Tag, ich stock hier gerade ein bisschen, ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Gruppe oder ob ich nicht in meinem privaten Profil hier unterwegs bin. Ich hoffe, ich bin in der Entdecke und lebe deinen Seelenplan-Gruppe. Okay, schreib mir mal gerne einen Daumen hoch oder ein Herzlein, wenn ich in der richtigen Gruppe hier bin, damit ich nicht auf meinem privaten Profil hier unterwegs bin. Ja, ich hatte hier kürzlich in der Gruppe einen Post gemacht. Was würdest du tun, wenn du 5.000 Euro jeden Monat zur Verfügung hättest? Und die Frage, die sich dahinter verbirgt, war einfach, dass ja dann zunächst mal so die Dinge kommen. Ich würde, danke fürs Daumen hoch. Ich hoffe, das war der Hinweis, dass ich in der Gruppe unterwegs bin und nicht auf dem privaten Profil. Dankeschön. Ich würde meinen stupiden Job kündigen, Mann und Hund schnappen und raus aus der Stadt aufs ruhige Land ziehen. Oder ich würde ein schnuckeliges kleines Häuschen kaufen und würde da auch meine Praxis einrichten. Oder ich würde mir die ganze Welt anschauen und solche Dinge. Und letzten Endes die Frage, die sich dahinter wirklich verbirgt, im zweiten Schritt ist, wenn diese Bedürfnisse erstmal befriedigt sind, also Konto ausgeglichen, das Geld fließt jeden Monat, sodass du auch dein Heim dir so eingerichtet hast, wie es wirklich zu dir passt, oder wenn du die Welt bereist, schöne Orte besuchen möchtest oder schöne Orte besuchst und besucht hast. Was würdest du dann machen? Denn niemand von uns möchte wirklich nur noch für den Rest seines Lebens in der Hängematte liegen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und gar nichts tun. Wir wollen ja eine Aufgabe haben. Weil wir sind ja auch hier auf die Welt gekommen mit einer Aufgabe, mit unserem Seelenplan letzten Endes, der nur verschüttet ist. Und deshalb will jeder von uns eigentlich diesen entdecken. Und deshalb bist du ja auch hier in der Gruppe. Und ein Thema möchte ich mir jetzt heute Abend mal rauspicken, weil mich das gerade so nochmal erinnert hat oder beschäftigt hat, in Anführungsstrichen, weil wir jetzt eben Sonntagabend haben. Und ich zurückdenke so an frühere Sonntagabende. Das hier ist noch so ein besonderer Sonntagabend heute hier im Saarland, wo ich gerade bin. Da sind die Ferien zu Ende. Und da wäre morgen wieder, wenn die Kinder, als die Kinder noch jünger waren, da war dann eben, ja, so ein mulmiges Gefühl sonntagsabends um die Zeit, dass die Kinder wieder in die Schule müssen und ich sie einem System aussetze, das ich nicht wirklich wollte, von ganzem Herzen, dass ich selbst morgen dann einfach wieder spätestens um 9 Uhr am Schreibtisch hocke, Dinge mache, einem Job nachgehe, der mir am Monatsende Summe X einfach aufs Konto bringt, der mir aber nicht wirklich Freude bereitet und nicht wirklich dem entspricht, was ich denn eigentlich machen möchte. Und wo ich also nicht komplett meinem Seelenplan folge. Und das waren so diese Gefühle, die mich an solchen Sonntagabenden immer begleitet haben. Und weil eine von euch mir ja auch geschrieben hat, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, dann hätte ich mehr Zeit für meine Kinder. Denn das ist ja etwas, was wir im Grunde genommen als Mama oder auch als Eltern doch eigentlich alle wollen. Wir wollen Zeit mit unserem Partner verbringen, wir wollen Zeit mit unserer Familie verbringen und wir wollen Zeit mit unseren Kindern und verbringen und Zeit für unsere Kinder haben. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du wirklich deinem Herzen folgst und die Dinge machst,
die dir wirklich am Herzen liegen, die deinem Seelenplan entsprechen, die deinem Seelenberuf entsprechen? Welche Energie, welche Persönlichkeit, welche Mama, welcher Papa bist du denn dann für deine Kinder, wenn du mit ihnen die Zeit dann verbringen kannst, wenn du es möchtest? Nicht dann, wenn ein Arbeitgeber dir vorschreibt oder Vorgaben gibt, wann du am Arbeitsplatz zu sein hast und wann du zu Hause sein darfst oder wie viele Urlaubstage du im Jahr haben darfst. Und, also diese ganzen übergestülpten Dinge, die wir ja gelernt haben. Denn letzten Endes, gerade wenn wir Eltern sind, wollen wir doch für unsere Kinder das Vorbild sein, dass wir ihnen zeigen, wie ein selbstbestimmtes, freies Leben ausschaut, wie sie ihrem Herzen folgen können, wie sie, hallo liebe Kerstin, wie sie nicht an den Dingen leiden oder mit den Dingen leiden, die uns einfach beschäftigen, nämlich dass wir uns morgens aus dem Bett quälen und tagsüber Dinge machen, die nicht wirklich unserem Herzen entsprechen. Und dieses Vorbild wollen wir doch letzten Endes für unsere Kinder sein. Und das war immer so mit meinem Motivator zu sagen, vor einigen Jahren, als ich wirklich nach 30 Jahren die Kündigung geschrieben habe, aus dem öffentlichen Dienst rausgegangen bin und wirklich authentisch mein Leben gelebt habe, um meinen Kindern dann eben noch das Vorbild zu sein, was ich ihnen eigentlich sein wollte. Und um ihnen zu zeigen, hey, das funktioniert auch, indem du die Dinge machst, die wirklich deinem Herzen entsprechen, dass du dir da ein schönes Leben gestalten kannst, dass du dich befreien kannst von all den Zwängen, die dir, die uns, mir genauso wie dir und auch deinen Kindern, wenn du Kinder hast, ja auch schon zum Teil durch unser System hier übergestülpt wurden. Denn das sind ja alles Dinge, die wir eingepflanzt bekommen haben, die man uns übergestülpt hat, wie etwas zu sein hat. Und wo wir, was wir gerne als Mainstream bezeichnen oder die Masse, in diesem Massenzwang, in diesem Mainstream-Zwang wirklich fest glauben, dass das so sein muss, dass ich nur damit mir ein sicheres Einkommen einfach kreieren kann. Was wäre denn, wenn es umgekehrt wäre? Wenn jeder von uns seinem Herzen folgen würde und vor allem, wenn wir so ein Vorbild für unsere Kinder sein könnten, damit wir ihnen eben das ersparen, was du, was ich alles machen und was uns oder gemacht haben, vielmehr bei mir ja inzwischen, was uns viel Energie geraubt hat, nämlich sich morgens aus dem Bett zu quälen, energielos spätestens ab nachmittags zu sein und dann das Leben an sich vorbeiziehen zu lassen und zudem einfach auch noch, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, zu sehen, wie vieles man da den Kindern weitergibt, was wir ihnen nicht wirklich weitergeben wollen. Wie vieles wir damit den Kindern als Beispiel weitergeben, weil die Kinder ahmen uns ja nach, was wir ihnen nicht wirklich weitergeben wollen. Und das war für mich mit der größte Motivator zu sagen, ich entdecke meinen Seelenplan, ich gehe meinen Weg und löse mich von all den Begrenzungen, gedanklich, Glaubensmustern und Prägen, die mich daran hindern. Und das funktioniert einfach nur, indem du eine Entscheidung triffst, dafür zu gehen, indem du einfach aufhörst, hallo liebe Mara, indem du aufhörst, und da meine ich jetzt mit aufhören, heißt das nicht, dass du jetzt deinen Job kündigen sollst oder musst, um bedingungslos deinem Seelenplan zu folgen, sondern
dass du beginnst, deinen Seelenplan zu entdecken, das eine Ding herausfindest, was du eigentlich gerne machen würdest oder machen würdest, genau. Wenn du jeden Monat 5.000 Euro, Entschuldigung, zur Verfügung hättest und nicht tagsüber Dinge machen müsstest, die nicht dir entsprechen. Ich muss mal einen Schluck hier trinken, sorry. Ich habe hier noch meinen frisch gepressten Saft stehen von heute Nachmittag. Nicht Dinge machen würdest tagsüber, mit denen du dich arrangierst und so eben deinen Kindern das Vorbild auch bist, das du eigentlich gar nicht sein möchtest. Was würdest du tun, wenn du wirklich 5.000 Euro jeden Monat zur Verfügung hättest und mal alle Grundbedürfnisse, die du jetzt nicht befriedigen kannst, noch, weil eben diese 5.000 Euro nicht da sind, aber mal angenommen, die sind befriedigt, was würdest du dann tun? Das ist genau das, woraus du deinen Seelenberuf, deinen Seelenplan entdecken bzw. dann deinen Seelenberuf kreieren kannst. Und da kommt natürlich der Denker, unser Schwätzer, unser Verstand ins Spiel und sagt, das kann ja nicht funktionieren, weil wenn es so einfach wäre, würden es ja alle machen. Ich kann ja jetzt nicht anfangen, noch doppelgleisig zu fahren und neben meinem Job und Haushalt und Kindern noch anfangen, meinen Seelenberuf zu kreieren. Aber schau mal, ich weiß, wie das ist. Ich habe ja auch Job, Haushalt, Kinder und mir unser Traumleben nebenbei aufgebaut. Wenn du ein Ziel vor Augen hast, wo die Reise hingeht, wenn du ganz klar weißt, das ist dein Ding, dann lässt dich das trotz Job und Haushalt nicht mehr energielos fühlen, weil das ist dein Motor, das ist genau das, wo du weißt, wofür du brennst, wo du hingehst. Und das ist ja dann auch ein überschaubarer Zeitrahmen. Also diejenigen, mit denen ich in der Akademie, in meiner Akademie arbeite und denen ich helfe, ihren Seelenplan zu entdecken und ihn zu kreieren und zu leben. Das ist ein Zeitrahmen von 6 bis 8 Monaten, wenn wir gemeinsam Schritt für Schritt die Schritte gehen, die es dazu einfach braucht. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und diese Möglichkeiten, die gibt es auch für dich. Ich lade dich dazu ein, dir bitte nochmal bewusst zu machen, dass das alles Dinge sind, die uns übergestülpt wurden, die uns einfach glauben lassen, es funktioniert nicht auf dem Weg, dass ich einfach meinem Herzen folge und damit auch Geld verdienen kann. Dass das alles Glaubenssätze sind. Und gerade wenn du Familie und Kinder hast, wäre es vielleicht für dich, wie es für mich ja auch mal war, genau das, der größte Motivator, deinen Seelenberuf zu entdecken, deinem Seelenplan zu folgen und voll und ganz dein eigenes Ding zu machen, um dir und deiner Familie und deinen Kindern das Leben zu ermöglichen, was ihr euch alle wirklich wünscht. Das funktioniert einfach nur auf eine selbstbestimmte Art und Weise. Das funktioniert nicht, indem ich mir von anderen noch was vorschreiben lasse. Ich spreche jetzt von dem Endziel, nicht davon jetzt, dass es übergangsweise einfach auch mal da sein darf, zweigleisig zu fahren. Weil, wenn du sowieso in der Situation bist, dass du keinen Job hättest im Moment, dann ist es eh die beste Voraussetzung, erst recht Gas zu geben und erst gar nicht dich mit irgendwas zu arrangieren, sondern noch rascher deinen Seelenplan entdecken kannst. Aber wenn du jetzt nur einen Job hast, dann darfst du natürlich, hallo liebe Marina, dann darfst du natürlich auch dankbar dafür sein, dass das eben der Job ist, der im Moment natürlich das Überleben letzten Endes ist es ja nicht mehr sichert,
Aber dass du dann einfach zum Ziel hast, in ein paar Monaten deinen Seelenplan zu leben und damit dein Geld zu verdienen. Und dann kannst du die Entscheidung treffen, okay, ich sehe jetzt, dass es funktioniert, dass ich ein sicheres Einkommen habe. Und eben genauso wie ich dann, wenn für dich der Zeitpunkt gekommen ist dann, und du fühlst das in dir und siehst, dass das funktioniert, hallo liebe Katrin, dann eben die Entscheidung triffst, okay, ich kündige jetzt. Und dann hast du dir und deiner Familie, das hast du euch, das Leben kreiert, das zu dir passt. Kannst die Zeit tagsüber mit deinen Kindern verbringen, die du wirklich möchtest. Kannst die Zeit mit deinem Partner verbringen, die du wirklich verbringen möchtest. Kannst dich dort dann aufhalten, wo du wirklich möchtest. Oder dir das Häuschen dort kreieren, wo du es eben haben möchtest, genauso wie es eben zu dir passt. Da gibt es Möglichkeiten auch für dich. Dann lausch mal in dich hinein. Da steht doch nirgendwo geschrieben, dass das für dich nicht möglich ist. Du musst es nur wollen und du darfst dir das mal bewusst machen. Und dazu lade ich dich jetzt abschließend auch noch mal ein, dir das wirklich bewusst zu machen, dass es definitiv auch für dich möglich ist, deinem Herzen zu folgen, deinen Seelenberuf zu kreieren, damit du eben wieder die Zeit mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deiner Familie so verbringen kannst, wie du das möchtest. Stell dir mal vor, was du dann für ein Vorbild für deine Kinder bist, was du deinen Kindern damit auf den Weg gibst, dass auch sie das nachahmen und später ihren Herzen folgen. Hallo, liebe Manuela. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns. Bis ganz bald. Ciao.